nach rechts ab. Das stimmt. Also es ist ja auch gerade dieser Vergleich. Also der Stadtrivale, der HSV hat natürlich jetzt auch eine Situation, die irgendwie ganz seltsam ist, wo man auch gerade denkt, ist es der Trainer, den sie verdient haben oder den sie haben wollten oder der jetzt das Gesicht nach außen oder die Außendarstellung personifiziert sozusagen. Vielleicht ist es bei uns ja auch so, dass das Gesicht des jetzigen FC St. Pauli fußballerisch ist, was Fabian da ansteuert. Immer nur mit den gleichen Aussagen. Wir gucken zum nächsten Spiel, zum nächsten erfolgreichen. Wir müssen steigern, wir haben unser Glück aufgebraucht und da muss mehr kommen. Ja, obwohl auch da würde ich sagen, ja klar, er hat seine Trainerstanzen, aber das ihm jetzt vorzuwerfen, wäre auch ein bisschen komisch, weil der hat ja selbst links halten, selbst Michael Fronzek und Ebert Wien haben ja sozusagen auch in Schablonen gesprochen, irgendwann war das ja auch vorhersagbar. Ich muss aber sagen, seine Spielanalysen im Sinne von was er so sagt nach so einem Spiel, die decken sich schon sehr, sehr stark mit dem, was jetzt beispielsweise Markus und ich auf der Tribüne im Norden waren, letzten Samstag. Also das Wort, ich glaube sogar das Wort Larifari ist sogar uns beiden gefallen, sowohl bei Markus als auch links mir, als auch bei Fabian. Und dann die Ausfahrt also links nehmen. Da finde ich eigentlich seine Art, da nicht zu stanzen, sondern tatsächlich seine Wahrnehmung zu erzählen, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, da kannst du natürlich recht haben. Also das letzte Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ja, man kriegt natürlich immer noch mit, was so die Quintessenz war. Und dann ist natürlich das Glück natürlich schnell da. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie noch alte YouTube-Videos gesehen von dem, ich glaube, vom letzten Spiel bei Heidenheim, wo wir 4-2 kamen. Ich glaube, die letzten beiden Begegnungen haben wir jeweils mit 4 Toren. Also haben wir okay, lass uns eine neue Route finden. So ungewöhnlich das auch klingt, weil die anderen jetzt hier im Halbstart sind. Vielleicht ist es ja ein gutes Gefühl, dass jetzt tatsächlich die Tormaschine wieder zuschlägt. Wir haben natürlich auch ein paar, also Maurides hat sich verletzt, habe ich gelesen, ist tatsächlich. Ja, das hatte keiner auf dem Zettel. Markus hatte mich sogar noch gefragt, wieso steht Maurides nicht im Kader, und ich hatte das kurz vor dem Spiel gelesen, dass er kurzfristig eine Muskelkontraktion hatte. Dann hat es mich auch gefragt, weil er, ich weiß nicht, warum er immer denkt, dass ich das alles weiß, aber er meinte, wie lange fällt er denn aus? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, aber ich habe schon Leute gesehen, denen wurde der Meniskus rausgezogen und die sind zwei Tage mit später wieder Tennis spielen gegangen. Kannst du mich verarschen? Wenn du Glück hast, dann ist das ja tatsächlich eine OP, die ist heutzutage relativ... Ja, arthroskopisch, aber es ist natürlich trotzdem, also jetzt 2 Tage, also ich denke mal eher 2 Wochen Minimum. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Zeitplan ist. Lass uns los, bitte neu berechnen. Wobei, die großen Würfel kommen ja jetzt. Dann aus dem nächsten, die ersten drei der...